Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Seminaristen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Dies ist mein Primizspruch. Ich erzähle euch etwas ganz Persönliches von mir. Heute schaue ich zurück, wie Gott mich zum Priestertum gerufen ist. Kannst du Jesus in deiner Hand emporhalten, wie unser Vater es macht? Diese Frage meine Mutter, denke ich heute, wäre der erste Ruf Gottes an mich zum Priestertum. Eines Tages, als ich noch junger war, ging ich mit meiner Mutter in die Kirche. Als unser Pfarrer während der heiligen Messe das heilige Brot emporhielt und sagte, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, zeigte meine Mutter auf das Brot und sagte mir leise, schau mal, das ist unser Gott, Jesus. Ich verstand es nicht. Nach der heiligen Messe frage ich sie, was heißt es? Ich habe da nur ein Brot, keinen Gott gesehen. Dann erzählte sie mir die Jesus-Geschichte und sagte mir, wenn du ein gutes und gehorsames Kind bist, dann wie viel bestehst, ruf Gott dich und du kannst Priester werden und mit deinen Händen Jesus hochhalten, wie der Priester in der heiligen Messe es tut. Sie fragte mich, willst du das Bala? Bala ist mein Taufname, aber alle rufen mich Franz. Ich sagte dann unbewusst ein, ja Mama, aber diese Ja-Wort ist heute noch in mir lebendig. Es gab immer Menschen, die spürten, dass sie wie die Apostel zu einer besonderen Aufgabe berufen sind. Sie sollten ihr ganzes Leben im Dienst Gottes und der Menschen stellvertretend für Jesus und wie Jesus Hirten für ihre Mitmenschen sein. Sie sollen Zeugen Christi und Zeugen des Evangeliums werden. Es ist eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, es ist wirklich schwer, weil wir als kleine Junge die ganze Familie verlassen müssten. Ja, es ist schwer, weil wir unsere Eltern nicht besuchen können, wenn immer wir wollen. Ja, das ist schwer, weil wir unser Heimatland Indien für die Mission verlassen mussten. Ich bin irgendwo in einem Dorf in Indien geboren und aufgewachsen. Ich habe vorletzten Monat meine Heimatprimiz gefeiert. Unser Direktor Martin Leitner war auch dabei gewesen. Danke, lieber Herr Direktor, für die Begleitung. Und heute, liebe Schwestern und Brüder, bin ich hier in der Katharina-Kapelle und feiere diese heilige Messe für euch alle. Es ist aber auch eine schöne Aufgabe. Zu dieser Berufung kann man sich nicht ernennen. Jesus hat damals seine Jünger zu sich gerufen und sich beauftragt. Das tut er auch heute noch. Deshalb sagt uns die Kirche, dass wir um geistliche Berufen beten sollen. Heute bitten wir um die Berufung jener Menschen, die zum priesterlichen Dienst zu verschiedenen pastoralen Diensten bereit sind,
die Hirtensorge Jesu mitzutragen und so teilhaben am Amt des guten Hirten. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat für jeden von uns einen besonderen Lebensplan und eine persönliche Aufgabe. Er hat einige von uns Ehe und Familie berufen, andere zum Priester und Ordensleben. Gott prüft uns Menschen auf verschiedene Art und Weise. Jedes Geschehen in unserem Leben hat seinen Sinn. Es ist ein Ruf Gottes an uns Menschen. Gott hat jeden von uns aus Liebe erwählt und zur Liebe berufen, auf ganz verschiedene Art und Weise. Heute ist für mich und für euch und für uns ein Tag, darüber nachzudenken, wie Gott mich ganz persönlich berufen hat und mich ehrlich zu fragen, was will Gott von mir? Welchen Weg soll ich gehen? Zu jedem von uns will er ganz persönlich sagen, ich bin dein guter Hirte und was der gute Hirte sagt, macht Mut. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe verschaffen. Dir sind deine Sünde vergeben. Siehe, ich mache alles neu. Steh auf und geh. Ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende. Ich bin gekommen, dass du das Leben hast, Leben in Fülle. Amen.